Wir sind hier auf der CP Plus am Stand von Sigma und schauen uns die neue Sigma Quattro und Sigma Quattro H etwas genau an. Eine sehr interessante DSLM-Kamera mit Sigmas Foveon-Sensor. Ja, das ist sie, die Sigma Quattro. Ihr seht es vielleicht schon von vorne im Profil, ein sehr interessantes Design, unter anderem hier unten mit dieser Ecke, die so rausgezogen wurde. Was allerdings gut ist, sie steht auch, also wenn ihr sie irgendwo hinstellt, sie kippt jetzt nicht zur Seite, der Schwerpunkt ist gut genug, dass sie wirklich immer so schön steht. Auch wenn man sich mal von oben anschaut, sieht es schon ein ordentlicher Handgriff. Und was auffällt, hier vorne ist erst das Bajonett, nicht hier unten. Vorteil darin, dass sie so ein bisschen weiter nach vorne rausgezogen ist, ihr könnt auch standardmäßig weiterhin die Sigma SA Mount Objektive nutzen. Also bestehende Sigma-Kunden müssen nicht umrüsten, sondern können einfach das Objektiv weiter nutzen, was sie schon haben und eben alle anderen mit Sigma SA-Mount. Gibt es einmal als Quattro und dann auch noch einmal als Quattro H. Unterschiede seht ihr, wenn ihr reinschaut, das ist jetzt die normale Quattro in Anführungszeichen mit einem APS-C großen Bildsensor. Die Quattro H hat dann, wie könnte es anders sein, einen APS-H großen Bildsensor. Also einfach ein bisschen größer, Crop-Faktor von grob 1,3 statt 1,5. Habt also noch ein bisschen mehr einfach Bildsensorfläche, dementsprechend auch 51 statt 39 Megapixel. Und daran sieht man schon, das Ganze geht eher so in den Bereich von Studiofotografie, denn Geschwindigkeit war nie eine große Stärke der Sigma-Kameras, genauso Lowlight-Performance. Da sieht man auch hier, der ISO-Bereich wieder ziemlich eingeschränkt, mit dem ihr arbeiten könnt. Ich denke, wenn der wirklich nutzbare wird, wahrscheinlich gerade mal bis 800, maximal 1600 gehen. Und dann auch noch Geschwindigkeit, ja, Serienbild, so knapp 3 bis 4 Bilder pro Sekunde, hält die Kamera aber auch nicht wirklich lange durch. Und auch der Autofokus zumindest hier bei der Kamera, die ist noch nicht ganz final, wirkt jetzt noch nicht so schnell, glaube ich, wie es hoffentlich später wird. Also eher eine Kamera doch für etwas ruhigere Umgebung. Aber wenn die Bildqualität ähnlich der DP Quattro Serie wird, können wir uns da echt auf was freuen. Würde euch ein Test davon interessieren, schreibt gerne mal unten in die Kommentare rein. Vielleicht sehen wir dieses Jahr noch eine weitere Sigma-Kamera. Ich bin gespannt, vielleicht auch auf der Fotokina, die geht ja schon wieder los im September. Also würde mich freuen, euch auch in Köln wiederzusehen.